So, bin wieder da, Nordi. Ja, ich bin gerade nach oben. Ich renne hinter den anderen. Sie sind grün und sie sind hässlich. Ich höre dich extrem laut. Ich dich nicht. Nicht? Ne. Oder hat sich ein anderer eingeschlichen und wühlt unten rum? Und den würde ich auch hören. Waffensafe. Habe ich eigentlich schon. Ich weiß noch nicht mal. Läufst du? Ja. Okay. Ich öffne die Tür und gehe zur Rollerleiche. Okay. Und da ist auch. Echt? Ja. Hallo. Damit die Künstlingswirtschaft. Sag ich dir. Ich war vorhin dran, da war keiner. Ich war letztens dran, da war auch keiner. Ich krieg hier ja nichts. Die lag jetzt auf dem Boden, ne? Aha, ja, ich hab glaube ich auch auf der Erde geguckt. Hör ich dich auch, läuft's gerade, ne? Ja. So, ich komm mal wieder runter. Ja, ich bin noch oben. Ja, ist okay. Ich wollte nur sagen, damit du nicht gleich erschrickst und einer schießt, der unten ist. Ja. Das ist gut. Das ist richtig. Thermaluhr. Läufst du? Ja, yeah, ich, das bin ich hier. Aber draußen habe ich schon Skaff gehört. Komm runter. Ich stehe hier, man merkt es. Wo hast du den Skaff gehört? Ich habe ihn auch gehört, aber ich konnte es nicht lokalisieren. Draußen. Eine exakte Positionsangabe. So wünscht man sich. Naja, nur, ich habe ihn draußen gehört. Was soll ich dazu sagen? Ich weiß nicht, ja, ob es rechts, direkt... links, oh, also weiß es auch nicht. Nee, nee, ich war ja hinten, ne? Ich denke, ich bin auch draußen. Ich schaue einmal um die Ecke. Du bist ja schon draußen, ne? Ja. Dann war es wohl am Scrap-Checkpoint, ne? Oder hinter uns. Ja, dann lass uns einmal rumgehen ums Gebäude. Nee, lass uns hier von hinten an den Checkpoint ran. Hier ist er. Ich hab ihn gerade gesehen. Ey! Ja, musste ich. Der hat auch nicht angezielt. Oder das ist der Nächste. Ja, ja, den machst du. Na, siehst du. Ich wusste ja nicht, dass wenn ich hier drüben rumlaufe, dass der Eierkopf auch gleich hier schon drauf ist. Sonst sind die ja nicht auf der Seite, ne? Ja, war auch ganz komisch irgendwie. Sah aus, wäre er kurzzeitig hochgeflogen. Hat sich hinter dem Rohr hat er gekniet. Hier ist noch ein größeres Azimut-Rig, wenn du willst. Azimut-Rig? Oh, ja, das nehme ich. Ja, ich schaue jetzt einmal ganz kurz hier vorne nach rechts rum. Und dann gehe ich einmal zu dem Hidden Stash. Zuck. Oh, Schüsse von vorne, von der Seite, wo wir kamen. Ja. Auf mich. Skeff? Ich weiß es nicht. Der Motor! Ja, Skeff. Hast du ihn? Nee, noch nicht. Das ist der Nächste. Lass uns aber von hinten an den Checkpoint ran. Da ist noch ein riesengroßer Luftfilter drin in dem Hidden Stash hier. Oh, boah. Ja, du hast so einen großen Rucksack. Ja, und der ist schwer. Naja, dann lass ihn liegen.
geil wäre es schon, aber. Bin schon auf der Straße. Okay. So, das waren jetzt 3 Skeps. Ja, 3 glaube ich. Nee, bin 2. In den Container. Schüsse auf dich. Ja, ja. Boah, hinten ein Skep. Oder möglicherweise ein Spieler, ich weiß es nicht, aber ich glaube er ist Skep. Ja, wird wahrscheinlich da oben drauf sein, ne? Nee, nee, da lag hinten an, am Warehouse da hinten an. Die solche Mühlbude okay. Auf der Straße. Okay. Hier vorne der Checkpoint ist hier leer, ne? Oder sind da noch welche? Da habe ich noch einen gehört. Ja, dann ohne ihn dir. Es kann aber sein, dass das der war, der sich gerade auf die Straße gewälzt hat. Oh. Ist auf der Straße. Ja. Richtung weißen UN-Truck. Nein, ich hab mich verklickt. Okay. Einen habe ich hier durch den Durchgang. Ich gehe mal nach oben. Okay. Oder falls hier irgendeine Abgabe ja, ne? Ja. Geh Richtung Tanker. Ja, ich deck dich von oben ein bisschen. Oh, oh, ich bin tot. Oben Spieler. Siehst du? Also schön unten bleiben. Scheiße. Wo war der? Schon Sniperberg. Genau gegenüber von der Tankstelle. Er ist jetzt auf dem Weg zum Sniperberg. Okay. Hab ihn noch nicht mal gehört. Halt's Maul, Mann! Ich höre ihn, wie er da oben rumspringt.
Wie hieß der? Hatte ich auch schon gesagt, weißt du es noch? Oh, der hat einen langen Namen gehabt, nee, weiß ich nicht. Kovolo minus irgendwas. Oder? Nicht, dass das der war, den ich hier abgeknallt habe, aber nee, glaube ich nicht. Wo liegt denn da jetzt hier? Uiuiuiui. Eine Mutante, Alter, vom Feinsten. Ну чё, попадос вам тут всем, залётные? Er weiß, wo da hin ist. Что за хрень? Zu Tode gequält, Verwandlibus. So. Zwei. Es durften jetzt 19 sein. Fehlen mir noch 6 Stück. Und das blöde Ding muss ich auch noch abholen. Was war denn das? Boko. Boko Hobo. Und. Scheiße. Mit dem Schlüssel 203 weiß ich gar nicht, wo das war. Farming Part? Nee. Ah ja, das. Kilo. Ich glaube, ich werde mich erstmal aus dem Staub machen. Oder, ah Mann, wir sind eigentlich schon vor dem Doms.
17 Minuten. Naja, ich guck nochmal rein. Schmeiß den Rucksack irgendwo ins Gebüsch, dann mache ich mich rein. Kohlen habe ich auch wieder nicht mit. Machen wir das Taxi. Ja, es ist weg. Das ist aber nicht schlecht. Da ist schon einer aus dem Turm damit rausgefahren. Vielleicht ist ja Schmacklers Boot. Sieht man auch gar nicht. Ja, auch nicht besser. Oh, wow, wow, trinken. Oi, 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 oi. Ich trinke in meinem Rucksack? Ich glaub's nicht. Nee. Scheiße. Alter, beweg doch deinen hässlichen Körper hier über diese Scheiße! Ist das ein Vollidiot? Mann, so ein Fischrücken. Wir müssen raus, Junge. Er macht hier solche Experimente und schnauft dann. Das kann heiter werden. Und dann voll bepackt. Oh, bitte lass das Boot da sein. Er hat's Boag fast. Es ist da. Oh, ich hab mal Glück. Sehr schön, sehr schön. Boah. War ein schöner Raid. Kann man so, kann man nicht meckern. Komplett ausgekostet die Zeit. Leider ist Nordi auf der Strecke geblieben. Ja, ist ja nicht wild, ne? Hm. Irgendwie, das ist, ich merke, die innere Einstellung fehlt, Nordi. Das ist, irgendwie fehlt mir die Liebe. Ich höre die Liebe nicht schwingen. Die Liebe hört er nicht schwingen. Ja. Irgendwie fehlt mir, das war schon besser irgendwie. Letztes Jahr, irgendwie im letzten Vibe, hattest du mehr, wie soll ich es denn sagen, du warst mehr dabei irgendwie, du warst...